schätze die Frau Kempf, weil sie so lebendig ist und so sehr munter ist und nicht kompliziert in ihrer ganzen Art und sehr, sehr aufgeschlossen ist, Neues kennenzulernen. Wie gesagt, immer Anfang ist schwer, ja, aber wir haben auch viele Planungen oder wir haben geplant. So, ich möchte auch gerne unsere ältere Leute auch raus. Wie sagen, sie sitzen immer draußen, sie, wie in Russland, ja. Ich möchte auch ein bisschen so machen für diese Leute. Und sie geht auch auf viele Menschen drauf zu, ohne Scheu, hat immer viel, viel Neugier in sich und versucht das auch anderen zu vermitteln. Und das ist dann wieder so lobenswert in ihrer Art, dass sie das in ihre Gruppe, denn auch die Migranten sind ja eine Kulturgruppe für sich und das versucht sie reinzutragen, indem sie so beispielhaft immer vorangeht und sagt, wenn ich das nicht mache, dann macht es kein anderer. Und das ist für mich so das Besondere an ihr. Ich denke, ich helfe auch ein bisschen, weil ich will nicht wie ich früher war zu Hause. Ich will jetzt immer etwas machen. Und ich komme immer im Generationenhaus. Ich hatte auch Frühstück gemacht mit einer deutschen Frau. Das war auch für mich nicht schlecht, weil ich hatte immer Kontakte mit alten deutschen Frauen und so. Das war für mich wichtig, auch für mich mit Sprachkenntnissen.